meine Lieben, willkommen zurück zu Anno 1800. Oh mein Gott, Leute, das ist ja schon heftig, oder? Wie es hier abgeht. Und ich sag euch mal eins. Wollt ihr mal die Stadt angucken? Hm? Wir gucken nicht alles an. Aber wir gucken uns mal... Ja, vielleicht können wir... Aus der Eco-Perspektive, schaut mal. Die tragen sogar nachts noch. Tragen die Jungs die Kisten zum Karren. Ja, die Grafik ist abartig, aber die Grafik... Hat euch davor auch nicht gestört? Im großen Spiel. Ja, jetzt, wenn man so nah rangeht, dann stört sie uns, weil sie zu klobig ist. Und dennoch ist sie absolut ausreichend. Und wir können auf jeden Fall durch unsere Stadt laufen. Seht ihr, hier sind die Ladekräne. Da werden Fässer gerollt. Können wir hier hoch? Fässer gerollt. Gehen wir mal nach hinten. Weitere Verladekräne. Aha. Hier steht der Herr mit dem Block. Ihr faulen Landratten! Was macht ihr da, du Decksrobber? Ja. Okay. Eine Laterne. Ne? Ja, cool. Und so können wir uns hier alle Gebäude, die wir möchten, anschauen. Mega, oder? Ich finde. Keine Ahnung. Ich finde es richtig klasse. Ja, ist richtig klasse. Sollen wir mal zum Markt gehen, den Markt angucken? Aber den Markt gucken wir uns doch lieber tags an, oder? So, Mittagszeit. Tut mir leid, tiefer gehe ich nicht. Ja, guten Tag, my lady. My lady. Ein Luftballon. Die Grafik ist halt schon auch echt übel. Und man kann auch sagen, mir das Übelste, was man gesehen hat, aber dieses Spiel ist ja kein Ego. Das ist ein zusätzliches Feature. Ja? Dass man hier an diesen Marktständen diese roten Waren. Schalotten. Unten vielleicht so. Keine Ahnung. Chilischoten? Ja, Bohnen? Vermute ich da Kartoffel? Oder was? Ja, Champignon? Nun gut. Auf jeden Fall, all diese Waren werden hier feil geboten. Das soll wohl der Fisch sein. Am Markt. Das ist getreidiges Schaffen. Ja, Moment, wir könnten ja vielleicht mal. Wesentlich besser. Ja. Oh, Verzeihung. Ey, mit der Steuerung, ich muss auch noch ein bisschen trainieren. Ich gebe es ja zu. Hier war der Markt. Das ist ja interessant, oder? Gucken wir noch mal ganz kurz einfach hier rein, was unsere Leute hier so machen. Ich finde es halt cool. Ich zeige es jetzt einmal. Ich zeige es halt nicht jedes Mal. Einmal kann man sich angucken. Das Hübchen. Der Fluss sieht einladend aus. Wollen wir die Promenade entlang gehen? Wie schön. Sie führen es offenbar im Freien auf. Der Fluss sieht einladend aus. Ja. Oh. Wollen wir die Promenade entlang gehen? Baby? Ja, mit denen kann man interagieren. Der neue Knecht kann sogar Strohballen aufrollen. Sehr interessant. Mit ihr kann ich nicht interagieren. Ein Kätzchen. Ja, kleines Kätzchen. Du bist halt so groß wie der Hund, aber okay. Was schon? Ja, Junge. Auf dem Pferd. Mein Enkel hat wirklich künstlerisches Talent. Er ist der Enkel, oder? Oh, schöne Frau. Kann ich reden. Ja, okay, cool. Und dann kommen wir schon zum Marktplatz. Unser kleines Städtchen bislang. Mega, oder? Mega. Okay. Leute, unser Ziel, es geht jetzt weiter. Das war jetzt ein bisschen Show, ein bisschen zeigen, was hier so geht. In diesem Spiel, dass überhaupt sowas geht, ist doch krass, oder? Wir brauchen 100 Bauern, aber wir haben keine 100 Bauern. Und deshalb werden wir jetzt noch ein bisschen ein Hütchen bauen. Komm, mach mal. Komm so. Komm, mach mal. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja. Ja, wow. Kommt da überall noch nicht rum. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Ja, mach mal die größeren Ruinen weg. Geht das? Können wir die jetzt wegmachen? Entfernen Sie das Verlassen, dass das markierte Viertel. Ah, okay. Können wir jetzt einfach. Das gespenstische Erscheinungsbild eines Marktplatzes. Doch ohne den Geist des Miteinanders. Also quasi nur die Ruine, oder was? Ja. Ja. Okay. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen. Halten Sie in der Region. Vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Und sind Schnapsversorgung für eine Minute. Oha. Beherbergen Sie 150 Bauern. Bauen Sie ein Wirtshaus. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab.
Und ich liebe es. Oh Mann, ich... Also, Leute, ich liebe es. Muss ich sagen. Ich liebe es halt. Bretter haben wir genug. Bretter können wir eigentlich mal ein paar... Mal ein paar verscherbeln. So, jetzt guck mal. Ich frag mich, warum hier das Zielort ist. Ziel für was? Okay, wir brauchen erstmal Wolle. Dafür brauchen wir eine Schaffarm, eine Schäferei. Oder wie ich das sage, weil ich dumm bin, eine Schaffarm. Ja. Muss man nichts weiter dazu sagen. Das ist halt für mich eine Schaffarm. So, ich kenne natürlich die Verhältnisse nicht. Ja, also ihr müsst die Schaffarm bauen. Auch wie ihr später mal dann irgendwie Hopfen anbauen müsst, ja. Und dann müsst ihr, wenn es gebaut ist, auch immer drumherum die Anbaufläche bauen. Genau. So, die bauen jetzt hier automatisch Wolle ab, die sie von den Schafen hier scheren. Sehr schick, sehr schick. Eigentlich können wir ja mal in die Eco-Ansicht gehen, oder? Und jedes Gebäude, das wir noch nicht hatten, mal angucken. Oder? Und die Amish holen ja das Zeug ab, alles klar. Diese Kolosse, ja, mein Freund. Also hier gibt es nicht so viel zu sehen bei der Schaffarm. Man sieht die jetzt nicht beim Scheren. Hier ist Leder. Ja, hier sind diese Schafe. Mhm. Naja, gut, das ist eher trist anzugucken und das Gebäude ist auch ein bisschen Berg- und Talfahrt, oder? Ja, gut, okay. Was macht er hier? Ah. Bist du ein Scherer? Nein, scherst du das Schaf? Ja. Er schert das Schaf nicht. Na gut, okay. Also, jetzt haben wir das gesehen. Da gibt es absolut, wie wir sehen, nichts zu sehen. Sie sehen, dass sie nichts sehen. Ja. Auch fein, oder? So, Leute. Jetzt weiß ich nicht, wie viel wir davon brauchen. Wir gucken mal, wir machen jetzt einfach, würde ich mal sagen. Ja, komm, wir machen hier. Hier machen wir die Weberei hin. Jetzt wird der Karren ausgesandt. Fährt entweder direkt zur Schäferei, wenn die was im Petto haben, oder holt von hier genau die beiden Wolle, die wir schon gesponnen haben, während er hier direkt rüber karrt schon, ja. Wir haben hier ein Wollelager von 6. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Ah, jetzt mal ganz locker bleiben. Wir werden das schon schaukeln, das Kind. Hallo? Wäre doch das erste Mal. Naja, gut, jedenfalls. Was ich sagen möchte. Ja? Wo ist er mit der Wolle hingefahren? Aber hier haben wir jetzt Wolle. So, jetzt können wir vielleicht mal gucken. Auf diese Liste hier einfach, oder? Und er sagt mir jetzt, was sagt er mir? Abproduktion. So, wir haben jetzt Wolle, okay? Wolle. Nachfrage 2, Versorgung 2. Also ist hier auch das Verhältnis 1:1, oder? Auslastung 100%. Hier wird jetzt nachgefragt. Wird es produziert, da wird das Grundbedürfnis aufgebaut, die Versorgung wird aufgebaut. Passt auch ganz gut eigentlich. Alles cool. Alles cool. Hier, ja, gibt es auch 0, also es werden 0 Fische nachgefragt und wir haben 2. Super, hier werden 2 Wollen nachgefragt, wir haben 2, das passt. Also okay. Das bedeutet, dass das auf dem Markt verteilt wird, die Ware. Genau, die wird jetzt hier aufgefüllt, dann. Und dann steigen deren Grundbedürfnisse hier. Mega, oder? Wir können mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher stellen. Und gucken. Ach, Leute. Oh. Er fährt jetzt hier raus zum Ziel. Er liefert es jetzt dort ab. Er hat es abgeliefert. In diesem Moment können wir, genau, sehen wir hier, wie die Arbeitskleidung 1, jawohl, wurde hier erreicht. Und davon, seht ihr das hier, haben wir eine Versorgung der Bewohner mit Arbeitskleidung. Und diese Versorgung uns pro Person, seht ihr, 3 von 3 Münzen, oder? Und erlaubt es, 2 zusätzlichen Bauern einzuziehen, wovon einer eingezogen ist. Haben wir irgendwo noch 0? Halt hier. Nee, noch nicht, aber die Münzen zahlen sie alle schon. Oh ja. Und das ist das Billigste, was man haben kann, diese Arbeitskleidung mit 3 Münzen, ja? Das geht dann ja richtig hoch. Mit allem möglichen um und dran. Unfassbar. Okay. Sehr schön. So. Wir möchten jetzt gerne für die Zufriedenheit das Wirtshaus bauen. Ach ne, brauchen wir 150 Bauern dafür. Dann bauen wir doch noch.
Ja. Ne, ich finde Tag- und Nachtwechsel finde ich geil. Aber wir lassen die Uhrzeit auf Tag zum Spielen. Oder? Finde ich jetzt sinnvoll, die so zu lassen. Ja, gucken wir mal, hier. Alles gut, Luxus ist halt schlecht. Umweltverschmutzung ist schlecht. Aber das kriegen wir noch hin. Die Umweltverschmutzung, die wird richtig, richtig steigen. Das wird gut werden. Und zwar in dem Moment wird die Umweltverschmutzung gut werden, wenn wir hier diese Ruinen weg haben. Das ist ja in dem Szenario ein bisschen das Problem. Das werden wir dann entfernen. Das passt schon. Ha! Leute, es passt schon. Es wird halt echt gut. Lieber Mann. Oh, und ich sag noch, wir gucken uns dann immer an. Der Ego-Perspektive. Die einzelnen Sachen. Also das ist jetzt die Textilweberei. Woolen Smocks. Was steht da? Family Business. Proof Quality by Tradition. Okay. Ja, und zwar Tradition von jetzt gerade. Was macht ihr? Spielt ihr Schnick, Schnack, Schnuck oder was? Nein, die weben doch, oder? Sieht aus wie Schnick, Schnack, Schnuck. Naja, gut. Ihr wisst ja, solange die Mitarbeiter während der Arbeitszeit nicht 5 gegen Willi spielen, ist alles erlaubt. Genau, prüf nach. Aha, und guter Stoff. Ja. Und dann hier wird auch gefärbt. Ja, und gemacht und getan. Dann haben sie hier jetzt kleine Schubkerlchen. Ja, geil. Okay, und den Schornstein. Ich wollte da nicht fehlen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es mit Hitze bearbeitet werden muss. Vermutlich. Jetzt kein. Ja, super. Oder kein Textil. Kein Weber. Entschuldigung, kein Weber. Ich bin da. So, Freunde. Wir gucken mal nochmal die Statistiken hier rein. Genau, also wir haben jetzt das Bedürfnis von einer Arbeitskleidung momentan. Und stellen 2 her. Das heißt, wir werden nach und nach. Werden wir einen Warenbestand aufbauen. Sehr gut. Müsste eigentlich dann der Pfeil nach oben gehen, oder? Die Entwicklung. Komisch. Müsste eigentlich nach oben gehen. Hätte ich jetzt gedacht, aber gut. Leute, jetzt kommt das Interessante. Wir möchten den Schnappes bauen. Und der Schnappes, okay? Und es ist mir eine Ehre, euch nun die Kartoffelfelder zu zeigen. Die Kartoffelplantage. Weiß ich noch nicht, ob wir hier bauen können. Ja, hier könnten wir sogar bauen. Wir sind am besten machen. Also hier hätte ich gern einen Holzbereich. Das würde ich auch gern verholzen lassen. Ja? Und ich würde kartoffelmäßig tatsächlich hier nach hinten rausgehen. Ja, wir werden es eh umbauen müssen, alles nochmal dann. Davon gehe ich aus, ja. Also machen wir von mir aus. Machen wir hier. Ich möchte auch nicht so weit weg davon haben. Machen wir hier die Kartoffeln, okay. Die hat 72 Felder. Es gibt einen Artikel, die haben mehr Felder, aber ich finde 72 jetzt schon gar nicht so wenig. Um ehrlich zu sein. So, und jetzt haben wir hier die 72 Felder schon gebaut. Seht ihr, 72 Felder. Optimal, und dann kann hier richtig Gas gegeben werden. Genau. Gucken wir mal hier. Liefern jetzt 7 von 10 Feldern. Liefern Anbauflächen für den Acker. Hier sind es 4 von 10. 7 von 10. Ich weiß nicht, wie und alles sich das hier gestaltet. Das müssten wir mal rausfinden. Vielleicht baut sich das auch nach und nach auf. Aber können wir das aussuchen, wie es aussehen soll, oder was? Wir können den Skin vom einzelnen Kartoffelfeld bestimmen? Ernsthaft? Ach, das ist das Skin des Kartoffelfelds. Ach, leck mich am Böchchen, du. Ist ja Wahnsinn. Okay, also wir können bis ins Kartoffelfeld hinein, ja, können wir, ja, den Skin auswählen. Ja, geil. Ornamente gibt's auch, das gucken wir uns alles an. Ornamente ist in Ordnung, aber jetzt noch nicht. So, Kartoffel halt. Kartoffelfreunde Ditchwater. Ich weiß, der Verein hier. Ein der Kartoffelfreunde Ditchwater. 6, 1, ja. Und dann wird per Random Generator halt gesagt, okay. Hier wird dies und das hergestellt. Ja. Okay. Freunde. Hier ist jetzt eine Brandwahrscheinlichkeit. Wo ist sie eigentlich gegeben? Kann man die irgendwo sehen? Wenn es Arbeitspensum anpassen, Zwischenfallrisiko. Es kann kein Zwischenfall kommen momentan. Ja, besser geht's doch. Oder? Was wir jetzt aber auch sehen, dass uns 26 Bauern fehlen. Uns fehlen 26 Bauern. Ihr wisst ja.
gucken wir, dass sie schön einziehen. Ja, und es ist in diesem Spiel tatsächlich so, je mehr Bauern man hat, ja, oder überhaupt mehr Einwohner, desto mehr essen und trinken die und desto mehr Geld kriegt man auch, wenn man die versorgen kann. Krank. Aber so schön halt. Es ist einfach so ein schönes Spiel. Unfassbar, ehrlich. Blumen für die Dame. Und ich habe das all die Jahre ein bisschen übersehen. Ich habe das schon gewusst, dass es das gibt und dass es toll ist, ja. Und ja, aber wie toll. Genau, uns fehlen hier noch zwei Arbeitskräfte. Ja, nicht so dramatisch. Jedenfalls, hier, seht ihr? Und jetzt haben wir unseren ersten... Oh mein Gott, jetzt müsste eigentlich hier gleich einen Rucker tun. Wenn der hier unten ankommt, in unserem Konto, und die anfangen, versorgt zu werden damit. Okay. Dann kriegen wir nämlich nochmal 3 Münzen. Das ist jetzt auch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt dieselben Münzen gibt wie im freien Spiel. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Zeit für ein zünftiges Wirtshaus, meine Freunde, oder? Was meint ihr? Jetzt frage ich mich. Hinbauen? Sollen wir es hier hinbauen? Das wäre doch hübsch, wenn wir es hier hinbauen, oder? Ah! Jupen! Ja gut, zack! Nein, wir bauen anders. Achtung. Wir bauen gleich mal ein bisschen schön, okay? Also wir bauen hier nicht effizient oder so. Ich danke für die Hilfe. Was? Ah, die Schnapsversorgung. Ja, mein Freund, ich weiß doch. Der muss sich auch einiges schön saufen, der Indianerkumpel, weil wir haben ihn ja immer hart arbeiten lassen. Wir haben immer viel genommen und wenig gegeben. Das war wichtig für uns einfach. Enoholic, Litfaßsäule von Twitch. Also ich bin noch kein... Ich habe das noch nicht verdient. Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten... Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. Edward. Oh, die Fischpastete ist lecker. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. Mich auch. Aber richtig widert mich das an. So. Und da haben wir jetzt einen großen Baum gebaut. Und jetzt gehen wir hin wieder rein und gucken uns mal die Kneipe an, okay? Opa, ne, wir fangen hier an. Wir gucken uns mal weg, okay? Und dann drehen wir uns um und dann denken wir, ah, okay. 1, 2, 3. Opa. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Papp. Seht ihr? Und dann wird hier gesoffen. Wir gehen mal nach hinten. Ja, das sind so, die sehen ein bisschen aus wie diese Studentenbewegungen, oder? Oha. Ist ein bisschen still hier, oder? Leute, macht ihr. Keine Ahnung. Da wird auch noch auf dem Tisch getanzt. Ja, das waren halt noch Tische, auf denen konnte man tanzen. Und da ging es ab. Oh, ein Bier, 2 Cent, was steht da? Bierpreis? Oha. Also es wird auf jeden Fall, geht's ab. Schön, oder? Dies. Hab ich jetzt wieder einen Kack gemacht. Ah. So. Das verwüstete Kirchenviertel entfernen wird entfernt. Lagern Sie 4 Tonnen Schnaps. Ich glaube, das werden wir machen. Wir haben 3 Tonnen. Dann haben wir auch bald die 4. Tonne gelagert. Genau. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir keinen Schnaps haben. Schnaps ist so wichtig. Ohne Schnaps, da geht's denen einfach richtig schlecht. Ah. Oh nein. Egal. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Oh nein, unser Cousin Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Ja, okay. Nee, das ist ja auch nicht schwer. Oh, wir haben nur noch 2. Beeil dich, verdammt. Edward. Ein kleiner Penner. Wäre ich von dir abhängig, wäre ich jetzt so gut wie verloren. Soll mal schön die Klappe halten. Guck mal hier rein in die Statistik wieder. Muss man sich echt ein bisschen damit beschäftigen. Okay?
Also, wir stellen 4 Kartoffeln her. Wir verbrauchen 2 Kartoffeln. Das heißt, wir könnten nochmal nette Stile hinmachen. Das ist ja auch das Verhältnis 1 zu 1. Kann das sein? Dass das Ding auch das Verhältnis 1 zu 1 ist? Schnaps, wir stellen 2 Schnäpse her. Wir brauchen einen Schnaps. Ja komm, also wir hauen noch nette Stille hin. Ja. Der Duft von Tau am Morgen. Der riecht nämlich so lecker, dass ich es gar nicht fassen kann. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Du kleiner Lumpenflegel. Ja. Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Ja. Leute, er hat hier die größte Stadt. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Der Welt. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast. Aha. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Na klar haben wir das geschafft. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Mhm. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Nee, die kennen überhaupt gar keine Grenzen, dieser Drecksack. Möge er für immer in der Hölle schmoren, in der Steuerhölle. Okay, was ist hier passiert? Es leuchtet. Und warum? Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Einwohneraufgabe. Mein Mann ist ein ganz toller Feuerwehrmann, aber er hat die Angewohnheit, nach seiner Schicht einen über den Durst zu trinken. Letztes Mal haben sie ihn vollkommen abgefüllt zwischen den Mülltonnen des Wirtshauses gefunden. Ich mache mir große Sorgen. Ja. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Genau, und sie möchte, dass wir den verschwundenen Ehemann holen. Und finden und wahrscheinlich war das nervig. Ich weiß es nicht. Ich glaube, früher musste man das selber machen. Inzwischen, wenn ich jetzt einfach hier draufklicke, zeigt es mir, wo er ist. Hier. Zack, schon erledigt. Könnte ihre Güte mit einer Gans verdienen. Früher musste man alles absuchen und den dann tatsächlich finden. Nun gut, okay. Wir haben jetzt ein Item bekommen. Items sind brutal wichtig in diesem Spiel. Nicht, dass ich die nutzen würde oder so. Ich weiß auch gar nicht, wo ich mir die angucken kann, meine Items. Aber es gibt Items auf jeden Fall. Nee. Keine Ahnung. Irgendwo sind unsere Items wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann ich die hier angucken. Items, genau. Seht ihr? Da. Im Kontor. So, und da ist die Bootsfrau. Wird auf einem Schiff ausgerüstet. Schadensverlangsamung. Minus 40%. Geil. Also wenn wir Schaden nehmen, dann wird man langsamer. Aber mit der alten, mit der Dame an Bord, ja, wird man 40% weniger langsam. So sehe ich das. Anheuerungskosten 25.700. Mein lieber Mann. Okay, nein. Jedenfalls, so ist es. Einrede einer schlechten Beziehung. Genau, wir müssen jetzt unseren Cousin in die Umgebung von Edwards großer Aufstellung suchen, wo er einen Aufstand anführt. Unseren Cousin. Und hier ist die große Ausstellung. Und hier muss es irgendwo einen Aufstand geben. Und ich glaube, ich habe ihn schon entdeckt. Da geht es richtig ab. Alle sind auf den Straßen. Alle. Und da klicken wir jetzt drauf. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Ja, das würde ich auch sagen. Okay. Er kann uns mal. Und wir müssen jetzt einen aufständigen Mob finden. Wie den hier zum Beispiel. Seht ihr? Oder hier. Mhm. Vielleicht kann ich noch weiterklicken. Und der zeigt mir jetzt alle an. Nee, zeigt mir nicht an. Wir müssen selber suchen, Leute. Okay. Also hier. Können wir nach dem Ton gehen. Schöne Siedlung hier, schaut mal. Schöne Hütchen, oder? Schöne Hütte, da. Was hier eine Brauerei? Werden Good and Sons schon wieder in Schwung bringen. Sieht richtig schön aus, oder? Schön platziert, schön gebaut. Macht das halt immer so mega hässlich. Hier. Ah, und das sind die anderen. Wir haben sie alle gefunden. Fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Oh nein. Wir haben ein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Okay. Es ist halt so. Ja. Du bist unser Zwillingsbruder. So sehen wir aus. Dystopia. Ja. Und so sieht er aus. Also. Hat sogar denselben Kittel an. Und daher machen wir das. Wir nehmen ihn mit.
Also hört zu. Hier, mein Freund. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Ja. Und da fahren wir hinaus. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwas so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Mit auch so die Frisur, Mann. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Komm noch. Hätte dich längst loswerden sollen. Ja, ich und dein Beruf. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Oh. Sir Archibald Blake, ja. Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Ah. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Ja, eine Wir Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ja, freundlich von ihm, Onkel Goat. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Na gut, können wir machen. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Ja. Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. Ja, gut. In der Tat. Cousin Eisenhower. Sobald die dafür. Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Ah, Leute. Okay, cool. Oh Mann. Die Schuld ist offiziell, das gibt's doch nicht. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Alles gut, kriegen wir hin. Es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes, neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Ja. Also mein eigenes Herz erwärmt es schon. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Wie sieht's aus? Wir können schon aufsteigen, Leute, wir können sie aufsteigen lassen. Es sind aber, es leben 10 von 25, also 25 Bauern könnten drin leben. Momentan 10 leben drin. Warum leben nicht mehr drin? Warum eigentlich? Vielleicht dauert es nur ein bisschen, bis die einziehen. Theoretisch müssten eigentlich welche einziehen. Aber wir lassen es aufsteigen. Und unser erstes Haus, das wir aufsteigen lassen, wie immer, werden wir... Was wird das hier sein? Sie haben Tack. Ein neues Zwischenziel erreicht. Aha, und er denkt gleich an Würstchen, habt ihr gesehen? Die Wurst. Ja, ja. So, Zeitalter der Industrialisierung. Wir gucken hin, wie es aussieht. Ja, ist schon eine ganz andere Geschichte, gell? Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Ja, machen wir. Hi, mein Freund. Ja, ja, wir reden gleich. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Also seht ihr, das ist jetzt ein Arbeiterhaus hier. Auch schick. Hier unterteilt in zwei. Ein zweistöckiges, also da oben das mitnimmt. Ein dreistöckiges. Mit dem Dach. Wir haben immer... Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Wir haben früher immer gesagt, Speicher heißt es. Also die Bühne oder wir da oben. Ja, genau, ist der Kamin. Ich will ins Puppentheater gehen. Der fegt ein bisschen. Ja gut. Also, sieht aus wie Socken, aber es sind nur deine Schuhe. Alles gut, da hat er die rosa Büchse draußen hängen. Im Winde, da weht der Duft davon, der Duft der Freiheit. Ja, Leute, geil, okay. Und jetzt im Vergleich zu den ganz einfachen Arbeiterhäusern sieht man schon großen Unterschied, ist der richtige kleine Kaschem. Lieber Mann, also man muss schon gebückt immer reingehen und da kann man schon hier ein bisschen protzen. Ist schon geil. Die Fischpastete riecht lecker. Okay, Leute, wir haben es angeschaut. Mega gut, okay. Freunde... Was müssen wir machen? Wir müssen die verlassene Schmelzhütte entfernen. Die wäre
wäre hier und wird entfernt. Genau. Beherbergen Sie 150 Arbeiter, mein lieber Mann. Können wir machen. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Genau, wenn wir jetzt rechtsklick machen, ausbauen, dann sehen wir das jetzt, dann können wir die einfach anklicken. Aber jetzt haben wir zu viele, jetzt haben wir minus bauen, das heißt, wir müssen wieder ein bisschen mehr Leute reinkriegen. Frag mich, warum ist die Tendenz hier schlecht? Die haben doch zufrieden, Lebensqualität fehlt. Ah, vielleicht fehlt die Lebensqualität, ich weiß jetzt nicht so genau. Aber Bedürfnis ist auch gar nicht gefragt momentan. Da müssten schon 25 einziehen. Hier sind sie eigentlich glücklich. Wirtshaus ist in Ordnung, Zufriedenheit steigt. Sie zahlen die Kohle. Immer positive Bilanz. Sie saufen den Schnaps. Die Bedürfnisse sind alle erfüllt und es bleibt konstant. Vielleicht liegt es auch einfach hängt damit zusammen, dass wir hier in diesem Szenario sind, in der Story eben. Kann man jetzt verschieben? Oh, genau. Und hier. Straße. Ich habe gerade schon geschrieben, Straße heißt S. Also mit S kann man Straße machen. S wie Street. Oder so. So. Jetzt. Schaut mal. Ihr erinnert euch jetzt euch unsere Bauern an die Bedürfnisse und an die Zufriedenheit und was sie da zahlen, okay? Wir gucken mal die Arbeiter. Die zahlen für einen Schnaps plötzlich 7. Okay? Die Bauern zahlen 3 für einen Schnaps. Die Arbeiter, die zahlen 7 für einen Schnaps. Ha! Ja, die Bauern zahlen 3 fürs Wirtshaus. Die Handwerker, die Bauern zahlen 1 fürs Wirtshaus. Okay? Hier kommen dann noch andere Bedürfnisse wie Kirche und Bier. Bier wird auch sehr geil. Die Zufriedenheit. Und, hier schaut mal. Für die Arbeitskleidung zahlen die 7 Münzen. Und für die Wurst würden sie nochmal 5 Münzen zahlen. Ist jetzt nicht so stark, aber Wurst hat man auch schnell gemacht. Wurst ist keine Hexenwelt. Nein, nein. Wurst ist schnell gemacht. In diesem Spiel ist es so, man geht dann auf Arbeiter. Okay. Man sieht hier die Würstchen, klickt einfach drauf und dann kommen schon die... Also man kann nicht direkt eine Schweinezucht hier unten finden. Und du willst Würstchen, dazu brauchst du die Schweinezucht. Und so funktioniert das hier. Genau. Denke ich gerade. Der Karl und die Annette und ihre Würstchen. Ja, komm, mach mal hier. Jetzt, Moment. Schönen Tag auch. Fünf. Dann machen wir doch hier noch ein Schweinchen hin. Mach ich das. So, sauber. Jetzt haben wir hier zweimal Schwein. Drei oder vier Scheffel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir machen auch zweimal Wurst hin. Im Blaupausenmenü, weil uns fehlt was? Uns fehlen Backsteine. Uns fehlen Ziegel, Leute. Uns fehlen Ziegel, aber Ziegel haben wir irgendwo. Oder? Hier haben wir Ziegelsteine. Da sind ja schon die Ziegel. Und da haben wir auch Lehmfunk. Okay. Genau. Werden wir hier mal schön upgraden. 5, das waren unsere Ziegel, die sind jetzt weg und damit könnten wir jetzt eine Wurstgeschichte machen. Ganz gewiss eine prächtige Geschichte. Mal gucken, minus 20. Diese Gebäude haben halt einfach hohe Unterhaltskosten. So witzig, versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Das ist halt wie in echt. Da werden auch die Flaschen versteckt. Uns geht's so gut, da kommt man auf verrückte Ideen. Hallo Chef, dieser Bohrer von meinem verstorbenen Onkel liegt noch bei mir zu Hause rum. Ich dachte, vielleicht können Sie ihn ja gebrauchen. Nur zu, nehmen Sie ihn. Also ein Bohrer, der wird in der Handelskammer ausgerüstet. Das schauen wir uns noch an, die Handelskammer. Und wie das dann genau funktioniert, okay? Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. Dankeschön. Nicht übel, Boss, wirklich. Ja, Leute. Als letzten Schritt in dieser Folge jetzt einfach, gucken wir uns mal die Schweinezucht noch an. Aufgetan, die du angehen solltest. Ja, hier sind die Schweine. Leben auch in diesem verkommenen kleinen Stall. Und hier und suhlen sich, ja. Da ist der Futtertrog. Alles schön. Alles wundervoll, okay.
Schleppen. Er schleppt sich auf den Buckel rum. Mein lieber Mann. Na gut, okay. Hier, genau. Aha. Schön. Da lachen sie, die Schweinchen. Ja, ja. Und dann geht's aber ins Haus. Oder? So bringen sie die lebendigen Schweine zur Metzgerei. Scheiße. Ganz schlimm. Also. Aber wir essen alle Wurst und es schmeckt uns allen. Muss einem nur klar sein, wie das eben auch gemacht wird. Sollte man schon wissen, oder? Na gut. Auf jeden Fall seht ihr, die Schweinehälften abgehangen. Ja, und aus Fett abgelassen und das volle Programm. Okay. Mal reingucken. Genau. So sieht's hier aus. Und deshalb kommt auch das Wort. Was für eine Schweinerei, das Wort, ja, in Redensart. Genau. Achso. Die Rumbrennerei. Natürlich auch noch. Die wollen wir nicht vergessen. Bitte nicht vergessen. Hier sind die Kartoffelfreunde. Ja. Kartoffelfreunde Ditchwater. E.V. Genau, hier ist die Kartoffelblondage. Jawohl. Und hier jetzt, meine Freunde, kommt die Schnapsbrennerei. Oha. Hier geht's ab. Ah ja, mein Sohn, komm. Schlepp den Schnappes rein, die Kartoffeln. Diese Kolosse in Bewegung? Ja. Ich würde sagen, dass diese Kolosse in Bewegung sind, aber gut, das weiß ich schon. Moment, wir gehen mal hier hin. Wo war jetzt die Aufgabe? Die hat doch eine Aufgabe gehabt gerade, oder nicht? Oder nicht? Das interessiert mich jetzt aber noch. Der hatte doch einen. Oder hatte der nur eine Aufgabe aus der Ego-Perspektive? Dann irre ich mich jetzt. Da! Psst. Ja. Psst. Hier drüben. Ich besitze das, wovon jeder träumt. 7 Meilenstiefel. Okay. Wenn du alle Felsen einsammelst, die auf dem Weg zu meinem Haus liegen, kannst du sie haben. Okay, mach ich. Psst. Psst. Ja, ja, okay. Wo ist der Weg zu deinem Haus, mein Freund? Wovon jeder träumt. Wo wohnst du? 7 Meilenstiefel. Wenn du alle Felsen einsammelst, die auf dem Weg zu meinem Haus liegen, kannst du sie haben. Ja, cool. Aha. 1. Ja, die werden ja auf jeden Fall die Straße versperren, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich... Das ist so nett gemacht, das Spiel, oder? Haben die tatsächlich ihren Quest gemacht für die Ego-Perspektive sogar? Die benutzt doch keiner. Aber dafür haben sie einen Quest gemacht. Hammer. Aha, Leute. Ey, Ubisoft. It's a goodie show. It's a goodie show. Okay, gut. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass wir da... mit aller Gewalt jetzt den Weg entlang gehen müssen. Und dass wir halt irgendwo 7 Steine finden. Mir fehlt ein bisschen die Musik, aber es gibt ja hier Musik in dem Spiel, so ist ja nicht. Du willst heiraten? Nicht zu glauben. Ja, wer glaubt das schon? Ist aber wahr. Ey, unsere Stadt ist ganz schön groß. Ah, da ist ein Stein noch. Gott sei Dank, ich dachte schon, wir finden keinen mehr. Was ist denn das hier? Milk and Cream. Yeah, the Milk and Cream Car. Ein Schäfchen im Garten? Wer mag das nicht? Hat die gerade die Frau ein bisschen weggenatzt? Mein lieber Mann. Ja, Leute, wo sind die anderen beiden? Ich finde sie nicht. Oh Gott. Viel hilft viel. Oh ja. Bin dann auch echt mega schlecht, aber das macht nichts. Ich sag jetzt auf jeden Fall mal Tschüss. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ja, ihr wisst Bescheid, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke. Damit wir keine Folge mehr verpassen. Damit ihr keine Folge mehr verpasst. Von meiner Crazy Anno 1800. Oh ey, also.
Habt ihr schon mal jemanden so Anno 1800 spielen sehen wie mich? Nein? Ich auch nicht, weil ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut. So eine Kacke, was ich abliefer, habe ich noch nie entdeckt. Oh Mann, Leute. Aber ich habe ganz viel Spaß dabei und darauf kommt es hier an. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, Junge, ich bin so fertig, du.